Herzlich willkommen im Tal der Könige. Nein, das ist jetzt kein Adventure, sondern Rollercoaster Tycoon 3 und wir befinden uns hier in einem unserer Themenparks. Von der mauen ISO-Grafik der Vorgänger haben sich die Entwickler zum Glück jetzt verabschiedet und präsentieren ihr Spiel im schönsten 3D. Und da kein Park von alleine läuft, stellen wir jetzt erstmal ein paar Mechaniker ein, die sich um die Gerätschaften kümmern. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht noch ein paar Putzemänner für zum Saubermachen. Stehen noch ein bisschen unmotiviert rum, suchen sie aber gleich automatisch die Arbeit. Diese jungen Leute haben es gut, die dürfen Achterbahn fahren und wir nicht. Das ist so schade, oder? Quatsch! In Rollercoaster Tycoon 3 können sie jederzeit in jede Achterbahn reinspringen und mitfahren. Hören die Leute kreischen. Hoffentlich kotzt einem keiner in den Nacken. Und jetzt geht's ab. Wer ist denn diese nervige Stimme von der Seite? Meine Herren! Na, die Kleine wird sich hoffentlich nicht übergeben. Ebenfalls ganz neu sind die animierten Szenerien. Das nehmen wir mal. Ach, so ein Hai. Ein Hai kommt immer gut. Den platzieren wir jetzt hier und werden ihn jetzt mit einem Teilstück der Achterbahn verbinden. Sobald da ein Wagen drüber fährt, wird dann die Animation ausgelöst. Und das sieht so aus. Wow, und jetzt nochmal aus der Ego-Perspektive. Es gibt allerdings auch ein paar Dinge, die wurden nicht verbessert, so zum Beispiel der Achterbahnbau. Das ist immer noch eine reichlich fummelige Angelegenheit. Bei so einem kleinen Teilstück hier, das geht, und da oben, das geht auch, die anderen ergänzt er sogar. Mag meinen, oh, prima, klasse, aber schwierig wird es halt hier hinten. Sobald das ein bisschen komplizierter wird, verbaut man sich doch relativ schnell. Und durch die 3D-Grafik baut man auch schon mal fröhlich dran vorbei. Es gibt zwar auch noch so eine Autofunktion, aber die ist bei so komplizierten Bahnen nicht wirklich hilfreich. Da hilft nur wirklich ein bisschen fummelige Handarbeit. Geld kommt vor allen Dingen durch Verkaufsstände in die Kasse und die sollten möglichst dem Thema des Parks angepasst sein. Hier kann man zum Beispiel Hexenbesen kaufen. Daneben gibt es Brötchen und ein Klo ist auch da. Und was passiert, wenn man eine Bahn nicht richtig zu Ende baut, aber trotzdem einen Wagen auf die Strecke schickt? Das sehen Sie hier. Eieieiei. Die Leutchen, die ihren Park besuchen, sind keine stumpfen Pixelmassen mehr, sondern liebevoll animiert. Wie hier dieses schreiende Kleinkind und der arme Vater. Oder dieses Liebespaar. Na, kürze ich schon. Mit diesem lauschigen Feuerwerk über der Kulisse von Transsilvanien verabschieden wir uns für heute. Rollercoaster Tycoon 3 hat mir wegen der Grafik sehr gut gefallen und ich bin schon sehr gespannt auf die Endversion.